Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chardon und ihr seht wieder der Evil Within 2. Ja, es geht weiter hier. Wir wollten uns erstmal hier aufmachen und wieder zusperren. Wir wollten zu dem Haus da hinten hin, beziehungsweise in das Haus rein. Habe ich da gerade was gehört? Creepy. Na gut, was sind denn eigentlich das für Statuen? Was sind das für eine Statue? Die da, kann ich die zerschießen oder? Da gab es ja sowas im ersten Teil, oder? Ich glaube, da gab es so Statuen. Oh je. Ja. Ach, wisst ihr, warte. Ich gehe mal, ne? Ich habe auch, glaube ich, schon eine andere so eine Statue gesehen irgendwo. Vielleicht sind das wieder so Bonus-Dinger halt, ne? Weiß es nicht. Müsste ich jetzt herausfinden. Und wir wollten in das Haus da rein. Ich weiß nur noch nicht wie. Aber ich will auch in das Haus da rein. Und ich habe irgendwie gerade auch so ein bisschen, also Schiss würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwo müsste doch auch so ein Geist wieder mal daherkommen. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Okay. Ja, passt schon. Whatever. Guten Tag. Ich bin's. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Gut, das ist zu. Ah, oh, schöner Fernseher. Dann könnte ich eigentlich mitnehmen. Ah, nee, ist kein Flatscreen. Ne? Ziemlich altmodisch hier. Ziemlich outdated, euer Equipment, Leute. Würde ich mal hier Upgrades durchführen und so, ne? Da ist eine Tür, da könnte ich durch. Ich versuche mal die hier. Obwohl, die müsste wieder rausgehen, oder? Ja. Ja, das, oh, doch, das hast du jetzt doch durchaus gebracht hier. Gut, dann versuche ich mal die Tür da. Ach komm, halt's Maul jetzt. Immer mit derselben Resonanz hier. Servus! Eine Garage. Und ein Rohr. Eine Sicherung, Waffenteile, wunderbar. Hallo? Ja gut. Ah, was zu lesen. KCPD. Anfrage für psychiatrisches Gutachten. Detective Sergeant Castellanos. Oho, das wird spannend. Nach den Ereignissen in der Beacon Nervenklinik im Oktober 2014 sind laut Abteilungsrichtlinien, dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für die Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung festzulegen. Dwayne Wright, Polizeipsychologischer Dienst, handschriftliche Notiz, Sebastian, keine Sorge. Machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standardvorgehensweise, Jim. Wo zum Teufel kommt die denn her? Gut, ist jetzt zwar behauptet, das ist Standardvorgehensweise. Keiner da. Standardvorgehensweise, aber irgendwie bezweifle ich das gerade mal so. Die Tür ist immer noch offen. Ja gut, das Ding ist jetzt hier weg, ne? Da hätte ich eigentlich rein gemusst. Die Resonanz ist jetzt weg. Das heißt, ich habe das Ja, jetzt gehst du zu, ne? Du blödes Stück. Lass mich raus. Ja. Damit hätte ich schon fast rechnen können, ne? Ach, guck an, da geht er sogar noch. Ja, schön. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Ja. Ja, ich würde ganz gern gehen jetzt, ne?
Bevor hier wieder irgend so ein Psychogeist. Ja. Vielleicht die hier? Nee. Ach, wieso immer ich? Was habe ich denn verbrochen? Hi? Tschüss! Ah, guck an, da liegt noch was zu lesen. Psychiatrisches Gutachten, oberer Teil. Akte 15, psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Beacon Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einer mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und den Geschehnissen in Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos, die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Was? Es war irgendwo anders. Sind Sie sich da absolut sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, verdammt. Es war die reinste Hölle. Eine vollkommen andere Welt. Und das alles passiert in der Klinik. Oh. Nein, verdammt. Hören Sie mir überhaupt zu? Mir ist klar, dass Sie einiges durchmachen mussten. Das war die Therapie, zu der Sie mich geschickt hatten. Ja, guck, dort wäre das Wasser aufgedreht hier. Machen wir mal wieder Wasserverschwendung und so, ne? Muss ja nicht sein. Hallo? Ist der jetzt offen? Nö. Ne? Was? Ist der? Ne, immer noch zu. Oh Mann. Ja, dann. Ja. Okay, keiner da. Ich mach dich mal an die Wand hier, Mann. Ich vertraue dem Mist hier nicht. Lass mich raus jetzt. Schande. Sir. Ich würde ganz gern... Oh. Ja, ne. Hat er mich nur behandelt? Oder wusste er mehr als ich? Tja, eine Frage, die nur die Illuminaten beantworten können. Und der Typ. Kann ich jetzt bitte... Ja. Was steht da? You cannot... Keep me here. Ihr könnt mich nicht hier oder du kannst mich nicht hier festhalten. Du kannst mich hier nicht festhalten? Hinter mir. Natürlich. Natürlich. Ja. Also. Ich... Würde dann doch lieber wieder in den netten, kleinen, idyllischen Vorort zurück. Wenn das geht. Ich könnte jetzt sprinten, aber ich habe das Gefühl, dass ich die Ausdauer gleich noch brauchen könnte. Jetzt bin ich schon wieder hier. War ich doch mit der Geisterlady auch und das macht mir so an. Wieder so ein Dia-Dingens. Das macht mir gerade Sorgen. Ein unnötiges Dia mehr. Nicht umdrehen. Beacon. Das kann nicht sein. Was ist, wenn ich einfach von hier schieße? Das bin ich selbst, oder? Da vorne. Das ist irgendwie so eine... Und wieso habe ich jetzt diese...
Ha, Sicht eingeschränkt. Hallo, mein früheres Ich, das da vorne sitzt und so aussieht, als wäre tot. Hey, warte, stopp! Nope, no, 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 no. No. Nee, warte. Den Shit kenne ich doch aus dem ersten Teil. Das ist doch genau der Scheiß, wo diese komische Psycho-Lady aufgetaucht ist, die sich mit Blut oder Leichen teleportieren konnte. Diese Spinnen-Lady, oder? Das kenne ich, den Raum kenne ich, das sieht genauso aus wie damals. Hallo? Sir? Hallo? Bitte sei kein Monster. Wieso will ich denn... Man kann mir nicht vorwerfen, ich hätte es nicht gesagt. Was zum Teufel geht hier vor? Oh, rotes Gel. Never forget. Ja, ich hab's nicht vergessen. Waren das nur Erinnerungen? Ja, der Typ war vorher aber nicht hier, so. Jetzt, was hat denn der da? Ja. Was gibt es? Sebastian, alles in Ordnung? Nicht so richtig. Wir haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Da wären wir lieber gewesen, du. Ich war wieder dort. Wie kann das sein? Dieser Stem ist völlig neu. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Ja, sonst könnte ich auch im ersten Teil nochmal spielen, ne? Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. Ja, dann wäre natürlich eine Möglichkeit, gut, da kann ich jetzt eh nicht mehr rein. Einfach rauszugehen. Hey, es geht sogar. Wahnsinn. Gut. Ich verstehe aber immer noch nicht so richtig, was es jetzt mit diesem Geist auf sich hat, den ich da hinten in dem Haus, da bin ich ja so einem Geist begegnet, wenn man sich noch daran erinnert. Und als ich dann rausgegangen bin, ist er hier einfach spontan nochmal aufgetaucht und ich habe halt echt keinen Plan, was da jetzt eigentlich genau abgeht mit dem Teil. Es wäre voll uncool, wenn mich das Ding verfolgt, aber ich habe irgendwie jetzt nicht mehr das Gefühl, als würde es mich verfolgen. Kann ich nicht einfach da lang? Also so, nee. Schade. Muss ich da unbedingt durch die Falle durchlatschen? Ja komm, mache ich halt. Bitteschön. Oh no. Ha! Noob! Der sockt sie da oben, ne? Gibt's hier noch mehr Viecher, oder? So, weißt du was? Lady in White? Habe ich jetzt die Schrotflinte oder das Schaf? Hier die Schrotflinte. Ja, gib mir die. Scheibe! Kleister! Ja, was ist los? Au! Shit! Oh shit! Holy moly! Ich wollte... Wieso schieße ich denn nicht? Sag mal. Ey, das ist extrem verzögert, die Schießerei hier. Verdammt. Hau ab. Aber schnell. Lass mich in Ruhe. Ich will meinen Kaffee trinken gehen. Gut, ich habe auch fast keine Munde mehr für das Ding hier. Ich lasse das Teil da mal allein. Geh mal eben meinen Kaffee holen. Ich habe keine Ahnung wieso, aber das Schießen war gerade so extrem. Ich habe drauf gedrückt und ungelogen 1,5 Sekunden später schießt er. Und ich habe keine Ahnung wieso. Das war extrem. Ich meine, die Steuerung an sich ist nicht verzögert. Die funktioniert ganz normal. Wenn ich jetzt hier so mache, gar kein. Warum habe ich jetzt wieder die Waffe ausgerüstet? Die da will ich. Das funktioniert ganz normal, aber das Schießen gerade, das war einfach verzögert as fuck. Und ja, keine Ahnung wieso. So, gib mir das.
Bevor ich jetzt die Heilungen verschwende, wenn das eh so in der Nähe ist. Obwohl die Animation relativ lang dauert jedes Mal. Das ist ein Stückchen nervig, aber muss man mit leben, ne? So, wieder voll. Irgendwas ist auch ums Haus herum direkt. Irgendein Feed, weil das hört mich jedes Mal laufen. Ich würde mal sagen, hinterm Haus vermutlich. Also hinter dem Haus da. Oh, holy moly, da sind aber einige unterwegs da hinten. Ja, Schande. So, wo ist denn jetzt die Alte? Ihr könnt ihn natürlich auch mit einem gut gezielten Präzisionsschuss einfach mal wegböllern. Da steht sie. Da steht sie. Aber nicht mehr lang. Das ist... Hör auf, rumzuzappeln! Shit! Ich will meine Schüsse hier nicht verschwenden, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen... Boom! Sie hat aber keinen Plan, wo ich bin. Ich hoffe, die regeneriert sich nicht. So. Wenn ich sie sehen würde, ne? So, Lady. Shit! Ey, das ist doch Beschiss hier. So, verreck. Was los, hä? Hä? Bitteschön. Ende jetzt. Meine Güte. Kostet, habe ich die schon nachgeladen hier jetzt? Nee, habe ich nicht. So, ja, oh Mann, mir geht hier die Mumie aus. Für die Pistole habe ich noch genug, aber die Alte, ne? Die hält so viel aus. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt bin ich da absichtlich durch die Falle durchgelatscht. Oh ja, schön. Eine Flasche liegt da noch. Was hast du? Oh yes. Oh yes. Oh fuck yes. Okay, da liegt eine Spritze, die brauche ich jetzt nicht, aber... Ja, so geht's auch. Okay. Ich würde aber allerdings noch ganz gern da rein. Da ist Schrotmuni drin. Und in dieses eine Ding würde ich ja auch noch ganz gern rein, irgendwie. Wo dieser unsichtbare Typ da war, ne? Also da irgendwas Unsichtbares hat da... irgendwas Unsichtbares hat da so eine Lampe umgeworfen. Und da ist die Lady noch drin, glaube ich. Oder? Die dürfte noch... Die dürfte noch rumchillen. Gucken wir mal, was die gerade so macht. Servus. Kennst du mich noch? Na? Ich möchte Sie etwas fragen. Achso. Ja gut, nichts Neues. Der Sache auf den Grund gehen. Bleiben Sie hier. Verschließen Sie die Tür. Draußen ist es nicht sicher. Ja, passt. Ja, es ist... Ich möchte Sie etwas tschüss. Fragen. Nee, will ich nicht. Oh, Mann. So. Schnauze voll. Gut, jetzt will ich natürlich... Lebt der? Der lebt. Bin ich mir fast sicher. Gib mir das. Scheiße. Ja, ihr bleibt mal da und macht euer... So. Hier sind eine Menge... Der lebt doch auch noch, komm. Was denn jetzt schon wieder? Oh, come on. Oh, come on. Also verfolgt mich der Kackgeist dann doch. Ich habe nur keine Ahnung, wieso und wann. Kann ich den töten? Wenn ich jetzt einfach weglaufe, jetzt ist es wieder aus. Hä? Alter, ich versteh's halt einfach nicht.
Ich verstehe. Was? Macht doch keinen Sinn. Der taucht einfach random mal auf, sagt, jo, servus, ich bin's. Ich guck, da ist so eine Statue. Ich würde die ganz gern einfach zerschlagen. Es geht. Oh! Leichenschrankschlüssel. Mit diesem altmodischen Schlüssel kannst du Leichenschränke Ah, genau. Stimmt. Da war ja was. Das war im ersten Teil ja auch so. So. Wie komme ich dort hinten rein? Hat sich da gerade was bewegt? Und hier müsste eigentlich auch noch irgendwas sein. Der Typ hat ja angeblich... Wenn du, was, wenn du den Kommunikator auf, ausrüstest, scheint, Was? Stopp, wo? Hä? Ich versteh's gerade nicht. Wartet sie nicht mit dem Ding auf mich? Wir sind. Ja, versteht das. Wie das funktioniert gerade irgendwie nicht so richtig. So, der hat irgendwie. Ah, genau, hier konnte ich noch. Weil der hat ja irgendwas eingesperrt hier angeblich, ne? Ja. Okay. Oh. Ah! Warte, wir haben aber noch irgendeine Resonanz gerade gehört. Die ist dann irgendwo. Keine Ahnung. Nirgendwo. Alles klar. Ja, so, was haben wir denn jetzt hier? Oh no. Wirklich? Schon wieder? Nicht umdrehen, ich bitte dich. Ach, come on. Da fühlst du dich nur verarscht. Geht die da jetzt einfach immer nur links? Nee. Alter, wieso ist er? Wieso? Schnallt die, wo ich bin, oder? Ey, ernsthaft jetzt? Geh weg, du Misthaufen! Hau ab! Kusch, kusch! Ja, nicht hier lang! Ja, nicht Mietz, das... Sollte ich verpissen! Ja. Ja, guck mal. Cool, ne? Ja, haha. Papa, umdrehen, komm, weg. Dankeschön. Ich bin's! Servus! Mistvieh! Alter, du Scheißarsch! Jetzt hab ich die Schnauze voll hier! So. Ich habe halt überhaupt keine Muni mehr, ne, für die Waffe. Ah. Ich bin mit der Pistole auch einfach viel zu schlecht gegen die komischen Ladies da, also. So, was haben wir jetzt hier? Oh, wow. Ein Spritzen. Ja, gut, die Spritze knall ich mir jetzt rein, komm. Wenn der eh schon einer liegt und da oben am Haus liegt auch noch einer, das weiß ich. Toll, das war's hier drin. Echt jetzt? Kann ich die Autos noch, kann ich mit denen noch irgendwie was Cooles machen? Oh. Oh, da unten. Ja, da hat er ja gemeint, irgendwie Waffenlager und so, ne?
Das Teil kann ich... Ist das was im Auto drin eventuell? Nee. Gut, aber ich habe zumindest... Das Ding hier. Ja? Halt von der anderen Seite? Ah. Irgendwas hat, also der hat da Viecher unten eingesperrt, hat er gemeint. In der Resonanz. Das heißt, wir sind hier unten nicht allein, vor allem werden wir mit schönen Framedrops auch noch zusätzlich begrüßt. Ah ja. Ups. Was machst du hier unten? Das ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich verstehe nicht. Warte, zähl nicht mit dem Ding auf mich. Wir sind beste Freunde, Mann, komm schon. Ich weiß. Und das macht es umso schwerer. Lass die Witze, Mann. Tut mir leid, John. Aber es muss sein. Mobius erlaubt keine Fehler. Mobius? Was in aller Welt ist Mobius? Ja, alles klar. Das mit dem Geist verstehe ich halt immer noch nicht. Der macht mich relativ nervös, wenn der immer wieder mal irgendwie einfach auftauchen kann. Ja, kann ich mit der Kiste? Nicht die? Nee, offenbar nicht. Gut, ich höre schon einige unserer Freunde. Ja, guck an. Ja, das sind sie. Alte Bekanntschaften. Neue Freunde. Alles am Start hier. So, hier kann ich ja mal aufstehen, ne? Da brauche ich eine Keycard oder... Nee, einen Code brauche ich. Mach mal hier lieber aus. Servus. Na? Oh, eine Sicherheitskarte, schön. Diese Sicherheitskarte zeigt ein Raster von Authentifizierungscodes für den Zugang zu gesicherten Mobilstandorten. Nice. Oh oh. Was ist das? So eine Art Chiffre? Okay, die haben sich jetzt... Oh, come on. Servus. Ha. Depp. Bist du. Okay, der ist da rausgeklettert. Kann ich da rein? Nee. Kann ich so rein? Habe ich da irgendwo... Ah, B34 bin ich hier. Da kann ich B34. Und jetzt? Ja. Ich sehe B34 und da sehe ich eine 5. Und jetzt? Ach komm. Was ist hier? Aha. Okay, nehme ich gerne. Ja, speichert. Auch gut. Kann ich die Kiste? Nee, kann offenbar nicht. Ein Leiterchen. Okay. Das Ding da kann ich... Oh yeah. Kann ich. Nice. Neues Wäffchen für mich. Ist das eine Sprengmine oder so? Explosivbolzen. Der Sprengkopf auf diesen Armbrustbolzen explodiert bei Aktivierung mit einem heftigen mit einer heftigen Schrapnellsalve, die in der Umgebung Schaden verursacht. Du solltest bei der Explosion lieber nicht in der Nähe sein. Ja, okay. Naja, auch ganz nett. Hier ist noch was zu lesen. Berichtnummer sowieso. Anfrage zur Entsorgung. Betreff Vorfall. Vorfallsbericht. Etwa gegen 14.30 Uhr betrat Einwohnernummer sowieso, Name Union Jonathan Stevens, unerlaubt den Mobius-Bereich und hatte Zugang zu vertraulichem Material. Die Gefangennahme und Neuprogrammierung war leider keine Option. Einleitung von CETA-5 Notfallmaßnahmen erforderlich. Erbitte Entsorgungseinheit bei Union Auto Repair. Ah ja, alles klar. Gut Leute, bevor ich hier weitergehe, ist der Part vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.